David Safir, ich bin Autor. Jetzt habe ich das große Vergnügen, gemeinsam mit meinem Sohn Ben, der für Radio Bremen arbeitet, einen Film für Arte machen zu können. Ich liebe es, Bücher zu lesen, ich liebe es, Fernsehserien zu gucken und ich liebe es, im Bett zu liegen und zu schlafen. Und dann liebe ich auch noch zu schreiben. Und das war es dann fast. Und meine Familie, die liebe ich besonders. Ich hasse sogar Intoleranz. Ich kann nicht Auto fahren, ich kann nicht kochen, ich bin nicht handwerklich begabt, ich kann eigentlich so ziemlich gar nichts. Ich habe es geschafft, die einzige Karte, die ich irgendwie habe, nämlich zu schreiben, auszuspielen. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich halbwegs kann. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was ich wirklich kann, schreiben. Wovon ich träume? Puh. Wenn ich jetzt bei einer Misswahl wäre, würde ich sagen Weltfrieden. Ob ich Muskeln mag? Also ist mir fremd, also Muskeln zu haben. Wäre schön, wenn man sie kriegen könnte ohne Anstrengung, oder? Als Schriftsteller bin ich ja immer besonders beeindruckt von Figuren, die eine große Kraft haben. Eine geistige Kraft, eine Willenskraft oder auch eine physische Kraft. Besonders toll ist es natürlich, wenn man solchen Menschen im echten Leben begegnet. Ich möchte Ihnen heute einen solchen Menschen vorstellen mit Daniel Magel. Daniel Magel hat eine solche Kraft. Und damit meine ich nicht nur die physische Kraft, die hat er auch, wie Sie nachher sehen werden, sondern besonders hat er eine Willenskraft. Bei der Reihe nach. Daniel Magel ist in den 90er Jahren aus Kasachstan nach Bremen gekommen, genauer gesagt nach Teneva, einem Stadtteil, in dem viele sozial schwache Familien leben. Und er ist dort auf die schiefe Bahn geraten als Jugendlicher. Er hat Drogen genommen, er hat Alkohol getrunken, er hat auch Straftaten begangen. Dann hat es bei ihm Klick gemacht. Er hat Sport gemacht, durch Sport Selbstbewusstsein bekommen, sein Abitur gemacht, sein Studium. Und nach dem Abschluss des Studiums hat er ehrenamtlich ein Projekt in Teneva, in seiner Hut, wie er sie nennt, aufgezogen, namens Hut-Training. Und dort trainiert er mit Jugendlichen, damit sie auch Selbstbewusstsein durch Sport kriegen, damit sie nicht die gleichen Fehler machen, wie er selbst als Jugendlicher. Ich habe Daniel Magel über meinen Sohn Ben kennengelernt, der mit ihm viele Projekte durchgearbeitet hat. Und als Schriftsteller bin ich ja der Überzeugung, dass man in Geschichten den Menschen ihr positives Potenzial zeigen sollte. Ihnen zeigen sollte, wozu sie fähig sind. Und genau das macht Daniel Magel mit den Jugendlichen. Bei seiner Arbeit zeigt er ihnen ihr positives Potenzial, wozu sie fähig sind. Und das, um es mal schriftstellerisch pathetisch auszudrücken, das macht Daniel Magel für mich zu einem Helden. Da stehen halt so wichtige Worte für mich. Loyalty, Life, Happiness, Friendship, Family, Love, Freedom, Tolerance, Respect, Power und Hood Training. Teneva, Bremen, 28325, ist ein Viertel mit vielen Hochhausbauten. Hier wohnen, glaube ich, 90 oder 100 verschiedene Nationen. Also sehr bunt gemischt. Hi, alles klar? Wie geht's dir? Läuft alles? Wie heißt du, Digga? Der hat halt auch ein Herz für Kinder. Und also kann man auch sehen, er hat uns auch diese T-Shirts und so gegeben. Und er hat jetzt auch diesen Park hier aufgebaut und so. Und wie man jetzt sehen kann, das ist auch sehr voll und so. Die Leute interessieren sich auch für diesen Sport. Halt unsere Trainingszeiten sind dienstags, Donnerstag und sonntags. Halt, ich bin da auch freitags oder montags oder samstags. Ja, komm. Ja, komm. Ja.
Ja, und ich weiß, was hier sonst läuft, wenn man jetzt nichts zu tun hat. Wenn man keine Perspektive hat, kann man schnell entweder auf die ganz schiefe Bahn geraten oder auf jeden Fall anfangen, Drogen zu konsumieren, sich zu besaufen, ne? Einfach Scheiße zu bauen. Deswegen haben wir das hier gestartet und das ist halt auch deswegen kostenlos. Du brauchst keine Verträge auszufüllen, kommst einfach her und trainierst mit, hältst dich an die Regeln, bist diszipliniert, zeigst, dass du Bock hast. Ja, das Training für mich hat mein ganzes Leben verändert. Also ich bin, sag ich mal, aufgewacht. Ich habe das Rauchen aufgehört, das Trinken aufgehört. Der Sport hat komplett mein Leben verändert. Ich bin komplett anderer Mensch, sag ich mal, geworden. Training mit Refugees und so. So muss es sein. Refugees zu den G's. Wir sind auf jeden Fall am Start und representen. So wie das sein muss, Digga! Momentan sind halt viele Refugees, Flüchtlinge hier, die bei uns trainieren, mit mir zusammen. Die haben halt ihre Fluchterfahrungen, haben halt den Tod gesehen, haben Elend und Armut erlebt. Nalim ist für mich ein Bruder, er ist mein großer Bruder, also nicht ein Trainer, sondern mein Bruder, und auch besser als mein Bruder. Also, er ist immer mit mir, wir trainieren immer zusammen, wir essen sogar zusammen, wir chillen zusammen, wir machen alles zusammen. Also er ist ein Stück von meinem Herzen, er ist mein Bruder. Ziegenparty! Ja, und ich versuche halt auf sie einzugehen, ich versuche auf die einzusprechen und sagen, ey, du musst, nächstes Jahr bist du in der 10., so, du musst deinen Abschluss machen, so, ohne Abschluss ist halt richtig Katastrophe, wenigstens Hauptschulabschluss, wenigstens durchziehen, und dann spreche ich auch in seiner Gegenwart mit seiner Freundin oder wie auch immer, mit seinen Jungs, so, dass die ihn dann pushen sollen. Ja, und ich hoffe einfach nur, dass das irgendwie da ankommt. Und dass sie das umsetzen, aber ich kann sie ja nicht zwingen, keiner kann sie zwingen. Ne? So, ich hoffe einfach nur, dass das irgendwie ankommt. Weil mit mir hat keiner so geredet. Ist okay, außer meinen Eltern jetzt zum Beispiel. Ne? Hat nicht auf mich jemand eingeredet im Stadtteil. Also die haben gesagt, hier, willst du eine Line, willst du einen Joint? So, ne? Wollen wir zusammen saufen? Keine Ahnung. Machst du mal das für mich klar, machst du mal dies für mich klar. Aber mir hat jetzt von den Älteren niemand gesagt, zieh durch, du schaffst das. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du irgendwie reden möchtest, dann kannst du mich ansprechen und sowas. Ja, das hat mir persönlich halt gefehlt. Ich habe halt nur Scheiße von den Erwachsenen gelernt und mitbekommen. Ich komme ursprünglich aus dem Kosovo, bin seit 1,5 Jahren in Deutschland und ja, seitdem ich in Deutschland gekommen bin, mache ich im Training mit. Ich fühle mich hier sehr integriert und am Anfang habe ich das nur durch Training bekommen. Ich wollte unbedingt Sport machen und so habe ich davon gehört und hier habe ich auch sehr meine Sprache entwickelt, meine Sprachkenntnisse, aber auch sehr viel Neues gelernt. Ja, ich habe dann irgendwann eins für Kasachstan gemacht, weil ich aus Kasachstan komme, weil ich da aufgewachsen bin, meine Kindheit dort verbracht habe. Ja, ich musste halt mithelfen, so im Haushalt, also Vieh, Kühe füttern und, keine Ahnung, Hühner füttern und Mist quasi beseitigen. Ich habe von meinen Eltern das so mitgekriegt, dass sie wollten, dass die Russlanddeutschen sich aus dem Land halt verpissen, ne? So. Und deswegen haben die extra eingebrochen und also bei den Deutschen
und haben Vieh abgeschlachtet oder haben Autos geklaut und auch Frauen missbraucht und so. Ne? Also es gab halt viele Gewaltüberfälle. Teneva-Zentrum. Dann kommst du her ohne Sprachkenntnisse und dann ist alles für dich fremd. Ne? Da sind so viele Reize überall und du bist erstmal halt mega fremd. Ne? Und weißt gar nicht, wie hier die Gesellschaft funktioniert. Springseil ist da. Ne? Magnesium ist da. Dieses kein Kokain. Also mit 16 habe ich halt jeden Tag gekifft, auch viel gesoffen, jedes Wochenende. So dabei ist es geblieben. Man hat auch mit 17 ausprobiert, halt Kokain zu ziehen durch die Nase. Es blieb halt bei, keine Ahnung, 5 Mal oder so. Ne? Wenn man jetzt richtig voll alkoholisiert war, dann war die Hemmschwelle natürlich gering, jemanden zu hauen, wegen Kleinigkeiten. Und wenn mir jemand irgendwie blöd kommt, im Bus oder auf der Straße, also, dann hau ich ihn direkt eine rein. Da gab es auch einige Jungs. Und diese Jungs hatten halt immer Bock, LKW-Fenster aufzubrechen oder irgendwo in Wohnungen einzubrechen oder um Handys zu holen. Und da war ich halt manchmal dabei. Ne, also das war halt ziemlich dreckig. Ne, hier habe ich halt ein für Faith, weil der Glaube bedeutet mir halt sehr viel. Ich habe halt einen starken Glauben. Ich glaube auch an Gott. Ja, Faith für den Glauben. Ja, und hier, das war mein erstes. Das steht halt Only God can judge me. Only God can judge me. Yeah, baby. Only God can judge me. Only God can judge me. Wenn ich bei Diebstahl im Laden erwischt worden bin, bin ich einfach abgehauen. Ich bin einfach um mein Leben gerannt und wurde nicht von den Securities halt festgehalten oder von der Polizei. So. Irgendwie habe ich immer Glück gehabt. Damals war ich, glaube ich, 21 Jahre alt. Ich wollte eine Ausbildung bei der Bundeswehr anfangen oder beziehungsweise ich wollte dort studieren, ne? Und dafür musste ich halt clean bleiben und halt sehr fit werden. Das hat mir natürlich geholfen. Okay, ich habe ein Ziel, ich weiß, ich möchte was erreichen. Dafür muss ich halt sehr viel laufen, sehr viel Ausdauersport betreiben und fit werden. So. Und damals habe ich auch natürlich dann diese Erfahrung von mir persönlich an die Kids weitergegeben und habe die Kids halt auf der Straße aufgesucht und habe gesagt, komm, trainiert mit uns zusammen, ist besser als auf der Straße abzuhängen, etc. etc. So war das halt. Mit der Kultur kenne ich mich aus, weil ich halt quasi in dem Problemstadtteil selbst aufgewachsen bin, halt selbst damals vielleicht so waren, vielleicht nicht so ganz gleich wie die. Ja, sehr impulsiv und verrückt. Die wissen, ich bin hier ein Bediensteter der JVA Bremen. Aber ich bin ihnen halt sehr ähnlich, weil wir sprechen halt quasi die gemeinsame Sprache. Und wenn ich etwas sage, verstehen die mich. Wenn die etwas sagen, verstehe ich die. Nicht jeder versteht sie hier. Und die wissen, die können mit mir über alles reden. Die spüren auch quasi, dass ich gerne die Zeit mit ihnen hier verbringe, dass ich die nicht von oben herab anschaue, sondern auf der gleichen Augenhöhe sie anspreche und ansehe. Und das kommt an.
ist da in Gießen. Was machst du da bei dir? Ja. Kommst du mit? Ja. Zur Kirche? Hallo. Aber du weißt, du bist verpixelt und so. Nein, okay. Es geht. Komm mal kurz, Jungs. Bruder. Ich wollte doch nur mal probieren. Genauso wie all meine Freunde. Aus einer Probe wurde jede Woche. Jede Woche wurde schnell zu jedem Tag. Und auf einmal kiffst du ununterbrochen. Wirst süchtig und die Sucht führt zu Kriminali. Nie wieder. Geh ich in Zelle wegen Paten. Nie wieder. Nie wieder. Wegen Raub und Erpressung vor dem Richter stehen. Nie wieder. Nie wieder. Geh ich mit Achter und Fußfesseln runter in Bunker und wart auf mein Urteil. Nie wieder. Papa, ich schwör, nie wieder. Nie wieder. Ja, man kann auch so mit ihm über alles reden. Ist mehr wie ein Kumpel, sag ich mal. Nicht wie jetzt, weiß ich nicht, wie in der Anstalt irgendjemand. Es geht auch so, also ist mehr wie ein Kollege und ist besser. Also man kann mit ihm über andere Sachen sprechen. Ein harter, aber fairer und auch netter Trainer. Also man kann auch lachen mit ihm, ne? Man hat auch Spaß beim Training. Manchmal an bestimmten Tagen, da powert er uns richtig durch. Und dann kommt er am nächsten Tag wieder und dann habe ich keine Lust, also kann ich auch nicht. Ich habe Schmerzen und so, mache ich erstmal eine Pause. Baba, ich schwöre, nie wieder! Nie wieder! Nie wieder, nie wieder! Ja! Yeah. Nie wieder! Ich hatte halt immer so den Gedanken, meine Eltern sind halt meinetwegen hier nach Deutschland gekommen und wenn ich jetzt einfach so verkacke, dann was haben die dann davon gehabt, ne, hierher zu kommen? Ne? Also hätten auch in Kasachstan bleiben können. Digga, Bauch ist da, aber muss weg. Muss weg. Was soll man machen, Digga? Muss weg. Muss weg, diese Lu. Calisthenics ist eine Bodyweight-Sportart. Also man trainiert seinen ganzen Körper, jeden Muskel. Das ist halt sehr komplex, sehr umfassend. Man trainiert am Boden, man trainiert an Klimmzugstangen, am Dipstangen, man macht Squats, Kniebeugen. Da gehören Dehnungsübungen rein, da gehören rhythmische Übungen rein. Ja, es gibt halt so Endfiguren, Endpositionen, die man so erreichen möchte. Zum Beispiel seinen Körper in der waagerechten Position halten, die Human Flag. Ich bin böse! Ich bin böse, ihr! Ja, ja Mann! Komm hoch! Ja. Digga, Chalas, Digga, der macht super! Ja, gut. Ich wurde auch nicht gleich anerkannt. Mit 12 Jahren aus Kasachstan im anderen Land, wo niemand deine Sprache kann. Ich war Tag und Nacht, jahrelang im Hass gefangen. Habe mich nicht angepasst, keiner hat mich abgefangen. Ich hab nachgedacht, der Sport half mir, dass ich von der Straße kam. Mein Abitur und Studium war machbar dann. Alles Disziplin, der Respekt musst du verdienen. 3, 2, 5 Training, kämpfe für Frieden. Wir haben jetzt so eine Vision, wir möchten Calisthenics mit Hip-Hop verbinden. Das ist halt eine Sportart, die man unter anderem auch auf der Straße ausübt. Und Straße, Hip-Hop hängt miteinander zusammen. Und wir können halt sehr viele Kids und Jugendliche über Hip-Hop erreichen. Und Training, Baby! Ich seh da
dass dich nichts interessiert, weil du alles verloren hast. Was hast du zu verlieren, wenn du einen Schritt nach vorn machst? Ja. Auch du bist talentiert und dafür geboren, Mann. Lass dich inspirieren und mach einfach den Song an. Yeah. Er ist auf jeden Fall ein großes Vorbild dadurch, was er hier alles aufgebaut hat und erreicht hat. Ja, dass er das aus dem Nix, sag ich mal, so hochgebracht hat. Na, das ist schon eine sehr, sehr, sehr große Leistung. Durch die sozialen Netzwerke, sag ich mal, na, sind wir gut mit den Leuten vernetzt. Und das ist halt so ein richtig großer Vorteil. Die Leute tragen unsere T-Shirts, unsere Pullis. Deutschlandweit sind wir unterwegs. Als kleiner Junge habe ich irgendwann diese Dollar gesehen und war halt sehr interessant, ne? So Dollar zu haben, zu besitzen. Aber seitdem man halt in Deutschland war, da gab es halt so, da wurde man halt ein bisschen diskriminiert aufgrund von Armsein und halt nicht den nötigen Respekt gekriegt. Und da war es halt natürlich irgendwie auch wichtig, halt diese Nike-Schuhe zu besitzen, aber so, es spielt für mich jetzt gar keine Bedeutung. Wie gesagt, seine Grundbedürfnisse, wenn man die befriedigen kann, ist alles gut. Der Rest, so den Luxus, den braucht man nicht. Also ich brauche den nicht. Ne? So, und, aber für das Projekt brauche ich auf jeden Fall dieses existenzielle Bedürfnis, eine Summe an Geld, damit ich diese Projekte einfach durchführen, durchstarten kann. Und ich erzähle einfach, ich verbreite einfach die Botschaft und mit der Hoffnung, dass da irgendwas läuft. Solche Parks möchten wir auch in anderen Stadtteilen Bremens und Deutschlands aufbauen. Viel Spaß bei der Show und Jungs, ihr wisst. Ich habe große Pläne. Warum klein reden lassen, wenn man oben stehen will? Mal sehen, wie weit wir es schaffen müssen, ohne Regeln. Keine Perspektive heißt, wählen zwischen Not und Elend. Wir sind bereit, ganz egal, wie es das Leben mit uns meint. Auf die zweite Geige spielen, aber stehen wie eine Eins. Wollen so viel, aber drehen uns im Kreis. Ideenlos und kalt, ich war stets bereit und wollte es allen beweisen. Ich musste immer zu mein Bestes tun, auf all den Reisen. Ich seh die Menschen, ihre Träume, deren Art und Weise. Es gibt so viel Neues, doch die Lehrer sind vom alten Eisen. Auch in den schweren Zeiten, die Hilfe, die wir brauchen, steht nicht in den gelben Seiten. Wir sind alle gleich und doch so verschieden. Wollen Frieden, die dich lieben, werden dich auf deinem Weg begleiten. Schon seit der ersten Klasse wollte ich Karriere machen, nie wieder leere Taschen. Leben und leben lassen, nicht wegen eigenen Fehlern alles und jeden hassen. Für die Familie, gute Freunde, meine Bremer, von Teneva bis zur Gronadüne. Vergesse niemals meine Leute hier, denn Jungs wie wir träumen von der großen Bühne. Und jeder Panzer bricht, ich schalte einen Gang zurück, irgendwo ist Land in Sicht. Wenn du am Anfang bist, rappst oder Handeln schwingst, Hauptsache jeder Satz brennt wie ein Tarantel bist. So, Auftritt überstanden, Alter. Digga, die ganzen Leute, die waren richtig geflasht und so. Rasur! Da habe ich hier Bremer Wappen tätowieren lassen, weil, wie gesagt, Bremen, genauso wie Teneva, ist halt so meine Stadt, meine neue Heimatstadt. Ja, und da habe ich hier auf der Brust Hasta la Victoria siempre. Und ich glaube halt so, man muss halt immer Gas geben, so, ne, so, to the fullest. Ja. Was haben wir heute? 3.7. hier mit David Safir.
Video für Arte fertig. Feierabend. Das war unser Film über Daniel Magel, ein Mann, der mich auch bei diesem Dreh wieder sehr, sehr beeindruckt hat. Tschüss, Ben. Tschüss. Ja, mein Vater geht jetzt trainieren bei Rutt-Training. Daniel Magel hat während des Drehs seine Essgewohnheiten mitbekommen und ihn einfach mal einbezogen. Wir hoffen, Ihnen hat der Film gefallen und Daniel hat ein paar Leute mehr erreichen können, weil es ist wichtig, dass er und die Jungs mit diesem Projekt Aufmerksamkeit bekommen. Es ist auch wichtig, dass wenn Sie denken, Mensch, wir brauchen mehr Daniels oder mehr von Daniel überall in Deutschland, überall in Frankreich oder von wo auch immer Sie zuschauen, dann gehen Sie ins Internet und probieren Sie, Rutt-Training zu unterstützen. Es gibt tausende Wege, solche Projekte zu unterstützen. Hutttraining.de, vielleicht hier unten nochmal eingeblendet, vielleicht auch an der Seite. Tun Sie's und auf bald!